Willkommen zu einem neuen Video und ganz ungewöhnlich für diesen Kanal kein Intro-Kommentar. Oh mein Gott, sie ist Vollbild, weil heute ist das Thema ein bisschen ernster und ich fände es sehr schön, wenn ihr euch Zeit für dieses Video nehmen würdet, weil ich euch ja schon öfter gesagt habe, ich fahre ja auch keinen Bus und Bahn mehr aufgrund meiner Erlebnisse. Ich wurde vor einem Jahr in Berlin von einem Dude fast überfallen, der wahrscheinlich sehr, sehr Böses mit mir anstellen wollte. Und vor 2 Wochen, als ich auf dem Weg zum Frauenarzt war und in ein Parkhaus wollte, das nur mit einer Karte zu öffnen ist, hat ein Typ mich beobachtet, dachte, ich sehe ihn nicht und er kann mir hinterher schleichen und hat dann gewalttätig versucht, die Tür zu öffnen. Alles Dinge, vor denen ich Angst habe und auch euch bewahren möchte. Das kann übrigens Frauen wie Männer betreffen. Ob Männer überfallen werden oder zusammengeschlagen werden, gibt es auch immer öfter. Und deswegen möchte ich mit euch heute zusammen ein Programm machen. Das kann man online machen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und da werde ich euch auch komplett meine Erfahrungen erzählen, wie ich solche Dinge künftig vermeide, wie ich Situationen aus dem Weg gehe und was ich mache, damit mir sowas einfach nicht mehr passiert. Und die haben mir wirklich sehr, sehr geholfen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rein. Wir werden das Ganze einmal als Opfer spielen und einmal als Zeuge. Falls euch so ein Thema triggert, dann schaut das gerne mit jemandem an, dem ihr vertraut. Oder skippt einfach oder schließt das Video, wenn es euch zu viel wird. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Es ist ein wichtiges Thema und mir ist es wichtig, das mit euch durchzugehen, weil ich glaube, diese kleinen Kniffe, die ich euch jetzt zeige, könnten eventuell ganz, ganz dumme Situationen verhindern. So, hier haben wir das Ganze, so sieht das aus. Es gibt ein kostenloses Training, da drücke ich jetzt drauf. Wir können als Zeuge teilnehmen oder als Opfer. Es gibt ja oft genug auch immer wieder Berichte darüber, dass auch Zeugen Angst haben einzugreifen, dass natürlich man Angst hat, dass man angegriffen wird, dass es ein Messer im Spiel ist oder sonstiges, aber das zeigt dann ganz gut, was man machen kann. Und da werden wir jetzt ganz viel drüber reden und gehen mal rein. Übrigens heißt diese Organisation Stand Up gegen Belästigung der Öffentlichkeit. Die folgenden Inhalte enthalten Bilder und Beschreibungen von Belästigung der Öffentlichkeit, die Erinnerungen, Unwohlsein oder Angstgefühle auslösen können. Aber du bist hier an einem sicheren Ort, wo du die nötige Hilfe und Ermutigung findest, um dich gegen solche Belästigung der Öffentlichkeit zu wehren. Habe ich ja übrigens auch gehabt, zum Glück momentan nicht mehr. Damals aber schon extrem, gerade so in Sachen, wenn es um Vergewaltigung ging. Das hat mich so unfassbar getriggert. Nicht zu vergessen der Greenscreen und dann gehen wir rein. Bist du jemals Zeuge von Belästigung der Öffentlichkeit geworden? Tatsächlich nicht. Ich gehe ganz selten raus und wenn immer in Begleitung und immer an sicheren Orten. Und da ich nicht mehr mit Bus und Bahn fahre, glaube ich, kriegt man einfach nicht mehr viel mit. Es passiert täglich und überall. Belästigung der Öffentlichkeit ist jedes unerwünschte verbale, nonverbale oder körperliche Verhalten. Art. Unerwünschte Berührung und Umarmung, Pressen oder Reiben gegen den Körper einer anderen Person, anzügliche Gesten, versehentliches Berühren, unangemessene Kommentare über deinen Körper. Ey, ich sag's euch jedes Mal, wenn ich aus dem Gym gehe, die Arbeiter gegenüber an der Baustelle. Also ich werde nächstes Mal, wenn sie es nochmal machen, den Chef suchen, werde sagen, bringen sie ihren Angestellten mal Benehmen bei. Jedes Mal die gleiche. Es geht mir so auf den Sack. Also wie, was für ein Knecht seines eigenen Gemächts muss man sein, um sich so zu verhalten. Es ist so unangenehm, wenn man so wenig Kontrolle über seinen Schniepi hat. Wenn das Gemächt mehr Kontrolle über dein Hirn hat. Also wie traurig. Die meisten von uns schreiten nicht ein, selbst wenn wir es gern tun würden. Das sind die Gründe, warum wir erstarren und nicht weiter wissen. Welche treffen auf dich zu? Du kannst so viel auswählen, wie du willst. Da ich das noch nicht erlebt habe, kann ich mal nur antworten, wie ich denken würde. Ich hatte Angst, die Situation zu verschlimmern, definitiv. Ich hatte das Gefühl, dass das nicht mein Problem ist. Ich dachte, ich sei keine große Hilfe. Niemand sonst hat etwas getan, wird auch ein Grund sein. Ich hielt das für eine kulturelle Sache. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich glaube, das sind so die drei Dinge, mit denen können wir uns identifizieren. Wir verstehen das. Tatsächlich wissen 28% von uns nicht, wie wir bei Belästigung der Öffentlichkeit reagieren sollen. Um 26% von uns halten es für riskant einzugreifen. Ja, ein Kollege, ein bisschen ferner, hat einer Frau geholfen, die belästigt worden ist und hat als Antwort eine Flasche durchs Gesicht gezogen bekommen, wäre fast erblindet. Weswegen man halt immer sehr aufpassen muss, wie sehr man eingreift, wie man eingreift und ob man nicht einfach die Polizei ruft. Darum haben wir eine Reihe bewährter Maßnahmen zusammengestellt, die darauf ausgerichtet sind, dass für dich oder Opfer keine negativen Folgen entstehen. Das ist sehr schön. So wie Beispiel gerade. Wenn du dir nicht sicher bist, sind weniger direkte Aktionen möglich, bist du bereit, sie auszuprobieren. Yes, was können wir tun? Lass uns etwas ausprobieren. Hier sehen wir eine Dame. Wie heißt du, Süße? Ah, wir können auch Ton anmachen. Come on, smile for me. Oh, schrecklich.
I want to see you smile. You shy? Come on. Do you want to smile for me? Boah, ich fühle mich, ich würde am liebsten, ich will es gar nicht sagen, widerlich. Und was tust du jetzt? Etwas tun, nichts, ich will die Sache nicht schlimmer machen, als sie ist. Bei dem würde ich, glaube ich, jetzt tatsächlich einfach dazwischen gehen, weil hier sind so viele Menschen auf engen Raum, wenn der mich verprügelt, trifft er alle anderen. Ich würde jetzt schon etwas tun. Vorstellung der anderen bewerten DS. So, DS sind quasi dieses die. Es gibt verschiedene Möglichkeiten oder die DS. Es gibt einmal Delay, aufschieben. Sprich die Person an, die gerade belästigt wurde. Lass sie wissen, dass es nicht in Ordnung ist, was passiert ist und dass es definitiv nicht ihre Schuld ist. Delegate, andere hinzuziehen. Erkläre einer Person in der Nähe, was vor sich geht und bitte sie, etwas zu unternehmen. Je nachdem, wo du dich gerade befindest, kannst du dich auch an eine Autoritätsperson wenden, zum Beispiel Busfahrer oder Sicherheitspersonal, den Barkeeper oder sogar die Polizei. Jemanden anderen um Hilfe zu bitten, zählt auch als Hilfe. Dann haben wir einmal Document, aufnehmen. Wenn du die Möglichkeit hast, frage die belästigte Person, was sie mit den Aufnahmen tun möchte. Wichtig ist es, die belästigte Person immer zu fragen, was sie mit den Aufnahmen tun will. Ohne ihre Erlaubnis darfst du niemals anderweitig verwenden. Gilt auch an euch alle. Ich glaube, ich spreche hier auch zu der falschen Audience. Kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr das eh alle nicht macht. Aber solche Dinge auch niemals auf TikTok veröffentlichen oder sonst irgendwas. Man schadet am Ende einfach nur den Opfern. Direct, ansprechen. Stelle den Belästiger direkt zur Rede. Teile dem Belästiger mit, dass sein Tun nicht in Ordnung ist. Nutze die direkte Ansprache nur als letztes Mittel, um Gewalt zu vermeiden. Deine Sicherheit und die Sicherheit der belästigten Person haben Vorrang. Genau das ist es, was ich meinte. Je nachdem kann der halt dann auch sie angehen oder aggressiv werden. Distract, Ablenkung. Ablenkung ist eine indirekte Möglichkeit, die Aufmerksamkeit vom Geschehen abzubringen. Andere Ablenkungsmöglichkeiten nach dem Weg, der Uhrzeit oder dem nächsten Geldautomaten fragen. Sie sind sich in den Weg stellen, für Unruhe sorgen, versehentlich etwas fallen lassen oder umwerfen. Sich einfach stumm neben die belästigte Person zu stellen, kann ebenso wirkungsvoll sein. Interessant. Ist aber auch krass, weil du gehst ja wirklich in diese mittlere Bahn hinein. Muss man sich auch mal trauen. Wenn du Zeuge wirst, Übung 3 von 3. Wow, you're really flexible. Your boyfriend is a lucky guy. Was sie denkt. Warum macht niemand was? Ist das meine Schuld? Probiere die Methoden aus. Ist das normal? Oh Gott, das habe ich mir auch so oft eingeredet. Ist doch normal. Und das Schlimme ist, was mich so ärgert, dass so viele Leute immer sagen, gerade auf TikToks, wenn ich sehe, dass Mädels belästigt werden, warum lächelt die denn? Lächeln ist keine Einladung. Lächeln ist Verunsichertheit. Man weiß nicht, wie man mit der Situation umgehen soll. Man hat Angst. Das hat nichts damit zu tun, dass man das toll findet oder nicht. So, ich würde sagen, ich würde jetzt tatsächlich andere hinzuziehen. Einfach, ob sie das auch normal finden. Beziehungsweise jetzt mal, wenn ich in der Situation wäre, würde ich gucken, ob er sie nochmal anbaggert. Und dann würde ich ihr sagen, sie soll sich auf jeden Fall beschweren für die Aussage. Aber ich würde jetzt, glaube ich, erstmal es noch beobachten. Deswegen würde ich aufnehmen. So. Aber er sagt ja gerade nichts mehr, ne? Foto bringt halt nichts, ne? So, jetzt wollen wir mal andere hinzuziehen, ansprechen, aufschieben. Weil er ist jetzt ja schon weg. Er macht ja nichts mehr, ne? Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? Das ist süß. Das ist süß. Das ist richtig süß. Ja, ihr einfach sagen, hey, lass uns abhängen, dann geht er vielleicht weg. So, hey, entschuldige. Can you show me where I should leave this yoga mat? Das ist auch eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Hey. This guy is really making that woman uncomfortable. Can you help her out? Er denkt sich so, nee, Mann, der drückt sie immer mehr als ich. All right. That's enough. Don't you see her bothering her? Ja, sehr mutig, das würde ich mich aber, glaube ich, gar nicht trauen, weil am Ende hat man Angst, dass sie sagt, nee, danke, schon okay. Und du denkst dir dann so, Aber okay, das sind also die Dinge, die ich tun würde. Ich kann euch schon mal sagen, weil die Übung ist hiermit beendet, ich würde immer als erstes die anderen Leute fragen neben mir, hey, finden Sie das gerade normal? Sollen wir was machen? Dann wäre ich schon mal nicht alleine. Dann würde ich
Bahn, Busfahrer oder sonst wen informieren, wenn jemand da ist, Polizei rufen und aufnehmen. Das wären die Dinge, die ich machen würde. Wenn es dann aber Richtung schon bei, in der, je nachdem wie die Situation ist, wenn ich sehe, der Mann wird irgendwie, sagen wir mal, ein Mann schubst einen Mann oder wird wirklich handgreiflich. Die Sache ist halt, wie reagiere ich, wenn halt die andere Person auch körperlich angegangen wird, ne? Was macht man dann? Dann kann man als Frau halt nicht allein eingreifen. Ich glaube, dann hilft es wirklich nur noch schnell die Polizei rufen. Und ja, das ist halt das Schwierige. Wir haben hier zum Glück Beispiele, wo es jetzt wirklich nicht irgendwie krass körperlich wurde. Oder aber wenn es halt richtig die Gaudi abgeht, würde ich halt wirklich immer Polizei rufen. Weil einfach nicht Polizei rufen ist nicht helfen. Auf die Polizei involviert Menschen. Und wenn ihr selbst betroffen seid, schauen wir, was wir jetzt dagegen machen können. Wenn du Opfer wirst, war ich leider schon zu oft, Leute, ne? Also die Geschichten, ich verlinke euch mal die Videos drunter, wo ich das erzählt habe. Ich möchte sie nochmal erzählen, mich triggert es jedes Mal, aber es kotzt mich einfach an. Ich kann euch eines sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Ich habe nie auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe immer gedacht, nein, nein, alles easy, wird schon nichts passiert. Jedes Mal ist Kacke passiert. Hört auf euer Bauchgefühl. Und es sind wirklich Kleinigkeiten, die ihr ändern könnt, die euch den Ass retten können, ne? Ich sag euch auch wirklich gleich noch was. Genau, du bist nicht allein. 80% aller Frauen wurden schon einmal in der Öffentlichkeit belästigt. Doch die meisten von uns wehren sich nicht, weil es unangenehm, peinlich und lähmend ist. Am Ende geben wir uns selbst die Schuld, obwohl es in Wahrheit niemals unsere Schuld ist. Hier gab es einmal die interessante Aussage, dass es eigentlich schade ist, dass wir, also Männer sowie Frauen, uns aufgrund von anderen Menschen Dinge aneignen müssen, die uns vor diesen Menschen schützen, weil eigentlich müssten nur diese Menschen aufhören damit. Also, dass man uns zum Beispiel sagt, hey, teilt immer euren Standort, seid nicht zu spät nachts allein draußen. Das sind ja alles Dinge, die man uns sagt, die wir verhindern müssen, damit uns nichts passiert, obwohl man eigentlich sagen muss, nee, die anderen sollen sich einfach benehmen. Aber so ist die Welt leider nicht. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Es ist immer eine große Sache. Jede einzelne Belästigung hat große Auswirkungen auf uns, als wir glauben. Sie verändert unser Verhalten, sie stellt unser Selbstbewusstsein in Frage, sie verringert unser Selbstwertgefühl. Sie führt dazu, dass wir bestimmte Orte meiden, unser Äußeres überdenken und uns nicht mehr sicher fühlen, wenn wir alleine unterwegs sind. Vertraue immer deinem Instinkt. Höre auf dein Bauchgefühl. Hältst du eine Reaktion für sicher? Sind andere Leute in der Nähe? Bist du an einem gut beleuchteten Ort? Gibt es in der Nähe einen Ausgang? Ob der beleuchtet ist, ganz ehrlich, ich wurde am helllichten Tag überfallen. Ich habe einen Taschenalarm. Der ist mega laut. Den packe ich immer an meine Tasche vorn, wenn ich allein bin. Und den ziehe ich, wenn mich irgendjemand anfassen sollte. Der ist richtig laut. Der schockt. Pfefferspray kann ich euch aus meinen Erfahrungen sagen. So wie ich angegriffen worden bin, no way. Keine Zeit, obwohl ich vorbereitet war, viel zu hysterisch, viel zu gestresst, viel zu panisch. Was ich gemacht habe, war, der Dude sieht mich, der Dude wird langsamer, der Dude versucht hinter mich zu kommen. Instinktiv, Telefon, hab Sterzig angerufen und ich hatte nur noch ein paar Meter. Sterzig, komm raus, geredet, telefoniert, dem Typen im Auge behalten, Abstand gehalten und dann ist der auf mich losgerannt. Und ich hatte zum Glück nur noch die Dinge im Kopf, schnell rennen, schreien, telefonieren. Und sofort kam Hilfe. Der ist abgehauen leider, aber nur so für euch, wenn ihr ein dummes Bauchgefühl habt, dann geht nicht die Gasse lang, dann geht da nicht lang. Wenn ihr in der Bahn oder Bus belästigt werdet, fragt jemanden an der Bahn, ob er bitte bei euch bleiben kann. Lieber einmal zu viel hysterisch sein als zu wenig, sage ich euch nur. Genau, wenn dir etwas nicht passt, wehre dich dagegen. Etwas sagen. Ich finde auch dieses Programm cool, weil Kampfsport, ja, kann auch sehr viel Selbstbewusstsein helfen. Ich habe auch jahrelang Kampfsport gemacht, aber ich kann euch eins sagen, ich konnte nur noch das abrufen, das Minimum. Und zwar rennen, schnell rennen, Telefon, jemand anrufen und schreien. Mehr konnte ich nicht abrufen. Ey, ganz ehrlich, Leute, wenn eine Person auf euch im Sprint zurast und dann, ich war noch vorbereitet, unerwartet, nee, no way. Vor allem ist man dann unter Schock, man checkt nicht, was passiert. Du weißt nicht, ob die Person eine Waffe dabei hat. Das ist ja das, warum ich auch gerannt bin. Der Typ war ein bisschen kleiner als ich, aber ich hatte einfach nur Schiss, dass der bewaffnet ist. Deswegen Abstand. So, etwas sagen. Sag dem Belästiger, dass er aufhören oder weggehen soll oder erkläre ihm, warum dir die Situation unangenehm ist. Um Hilfe bitten. Du kannst immer jemanden in deiner Nähe um Hilfe bitten. Wenn andere Personen in der Nähe sind, aber niemand gesagt hat, was passiert ist, erkläre genau, was der Belästiger gesagt oder getan hat und was er trägt. Aufnehmen. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du eventuell eine Aufnahme von dem Geschehen machen oder einen Umstehenden bitten, dies zu tun. Also für das Opfer gibt es quasi diese Tipps. Da sagen sie tatsächlich jetzt gar nicht, dass du so aktiv sein sollst, aber stimmt schon, was sie sagen. Laut werden und siezen. Ganz wichtig, Leute, siezt
die Leute, duzt die nicht, diskutiert nicht mit denen, sagt laut und deutlich im Sie-Ton und vor allem, wenn ihr irgendwo alleine seid und jemand kommt und fragt, na, was machst du hier? Ich warte auf meinen Freund, ich warte auf meine Freundin. Sagt niemals, ich bin allein. Sagt immer den Leuten, da kommt gleich jemand. Und in dem Moment, wenn ihr ein komisches Gefühl habt, direkt Standort jemand schicken. Was ich zum Beispiel mache, ich habe meine 5 Kontakte, die wissen immer Bescheid, wenn ich ihnen Standort ungefragt sende, dann fühle ich mich gerade unwohl, dann rufen die an. Es gibt auch auf den Weg nach Hause Nummern, die verlinke ich euch auch unten. Wenn ihr euch unwohl fühlt, könnt ihr dort anrufen, dort spricht jemand mit euch. Der sagt euch, wo befindest du dich gerade, damit ihr einfach jemanden zum Telefonieren habt. Am Telefon dann irgendwie auch sagen, ja, bin gleich da, eine Minute noch. Einfach so den Leuten das Gefühl geben, hey, die Person ist gerade nicht allein. Ansonsten, leider ist die Welt so, traurig aber wahr. Lasst euch von niemandem runterreden, dass es keine Probleme sind. Ich kenne super viele Leute, die diese Erfahrung auch gemacht haben. Ich finde aber auch immer wieder Leute, die das Privileg haben, dass sie in solche Situationen gar nicht kommen, die einen immer als hysterisch darstellen. Nein, sind wir nicht. Es sind ernstzunehmende und super nervige Probleme und ich bin der Meinung, sie werden immer schlimmer und nerviger. Deswegen geht auch nie abends irgendwie alleine mal von der Party nach Hause. Lasst euch immer nach Hause bringen. Behaltet euer Getränk immer im Auge. Lasst euch nicht von irgendwem Fremden für Getränke einladen. Lasst euer Getränk nirgendwo stehen. Habt es bei euch, trinkt es aus. Passt auf eure Freunde auf. Lasst sie nicht irgendwo allein im Club verschwinden. Ist einfach super gefährlich. Passt aufeinander auf. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Den Test unten in der Beschreibung, macht den gerne mal für euch. Lernt, passt auf, seid wachsam. Und ich finde diesen Alarm, verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Den finde ich super, super cool und praktisch. Deswegen holt euch den gerne. Aber passt auf, der ist sehr, sehr laut.